Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder einen Blick in meinen türkisen Rucksack. Es hat mir eine Mutter geschrieben aus Götzis. Ich selber bin Mama, habe 2 Kinder im Alter von 3 und 6 Jahren. Und sie stellt sich die Frage, ob die Politik auch berücksichtigt, wenn die Frauen zu Hause sind, dass diese Arbeit zu Hause auch wertgeschätzt wird. Das ist mir ein Herzensanliegen. Die Wertschätzung der Arbeit für jene Frauen, die sich bewusst dazu entscheiden, zu Hause zu bleiben, dass sie gut altersabgesichert sind. Und auf der anderen Seite ist es mir wichtig, dass die Politik Rahmenbedingungen schafft für die Frauen, die arbeiten gehen müssen oder arbeiten wollen. Unterschiedliche Lebensmodelle verlangen unterschiedliche Rahmenbedingungen. Dafür haben wir zu sorgen. Und eines darf man nicht vergessen, es ist immer ganz großartig, wenn sich Familien für Kinder entscheiden. In diesem Sinne, mehr gibt es bei mir auf meiner Homepage auf www.martina-s.at und ich freue mich, wenn ihr mich am 15. Oktober mit eurer Stimme unterstützt.